Guten Tag! In diesem Video erklären wir, wie man mit der Funktion MasterSlave arbeitet. Diese Funktion ermöglicht, die Deals aus einer Rechnung in andere zu duplizieren. Zuerst stellen wir die Rechnungen ein. Öffnen wir das Fenster Position Control. Gehen wir zur Karteikarte Accounts. Wenn wir mit der Maus zweimal auf die Rechnung klicken, öffnet vor uns das Fenster mit den Rechnungseinstellungen. Im Feldrow wählen wir Master oder Slave. Master-Rechnung ist die Hauptrechnung und von der werden alle Trades auf die Rechnung Slave dupliziert. Für die Rechnung Test 1 wählen wir Master und klicken wir Apply. Für alle anderen Rechnungen wählen wir die Rolle Slave. Auf solche Weise werden alle Trades aus der Rechnung Test 1 auf alle anderen Rechnungen dupliziert. Gehen wir weiter zum Handel-Modul. Die Funktion MasterSlave funktioniert auch im Trading-DOM-Modul. Öffnen wir Setup, Slave Accounts, fügen wir unsere Slave-Rechnungen hinzu. Wählen wir auch den Koeffizient, der die Größe der Position auf Slave-Rechnung bestimmt. Nehmen wir an, dass wir auf der Hauptrechnung mit 2 Lots und auf der Slave-Rechnung mit 3 Lots handeln möchten. Wählen wir den Koeffizient 1,5 und klicken wir Add. Nehmen wir an, dass wir auf der Rechnung 3 mit 4 Lots handeln möchten. Wählen wir den Koeffizient 2, das heißt mit zweifacher Übermacht. Schließen wir das Fenster. In der linken oberen Ecke sehen wir die Liste aller unseren Slave-Rechnungen. Öffnen wir zum Beispiel ein Deal. Buy Market. Es ist wichtig zu erklären, dass Verschiebung der Schutzorders nur nach 10 Sekunden nach der Ausstellung möglich ist. Jetzt sehen wir im Fenster Slave Accounts geöffnete Positionen in den Slave-Rechnungen 3 und 4 Verträge. Im Fenster Open Positions sind unsere geöffneten Positionen in allen Rechnungen, ihr Volumen und Ergebnisse zu sehen. Wenn wir auf einer der Slave-Rechnungen klicken, gehen wir ganz einfach zu dieser Rechnung. Klicken wir zum Beispiel auf die Rechnung Test 3. Dasselbe kann man mit dem Fenster Open Positions machen. Wir können leicht zwischen den Rechnungen umschalten. Nehmen wir an, dass wir diese Position Vereinbarung zu machen möchten, aber nur auf der Hauptrechnung und auf der Rechnung Test 2. Deaktivieren wir dazu Slave-Rechnung Test 3 und klicken wir Trade Out. Achtung, die Taste Trade Out All funktioniert auf Master-Slave-Rechnungen nicht. Wir sehen jetzt, dass die Vereinbarung auf der Hauptrechnung und auf der Rechnung Test 2 nicht mehr aktiv sind und die Vereinbarung auf der Test 3-Rechnung ist dagegen aktiv. Das wäre alles. Wenn Sie noch Fragen zur Funktion MasterSlave haben, wenden Sie sich bitte an unsere technische Unterstützung. Die Kontakte sind in der Beschreibung unter dem Video zu finden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Tag noch!